Ja, hier ist mal wieder eure Axt, ne? Bei einer neuen Folge von The Forest. Wir spielen mal wieder The Forest. Es ist kaum zu glauben, wir spielen The Forest. Ja, ich meine, die Axt im Walde, The Forest, aber gut. Oh, wir haben The Forest Version 0.08b, ja. Baby, hoffentlich wird's bald mal Beta. Denn den Status dorthin, den haben wir an und für sich ganz gut drin, muss ich wirklich sagen. Ich habe jetzt ein paar Minuten kurz reingezockt. Ja, habe nicht viel gesehen, aber das bisschen, das ich gesehen habe, hier, ich darf euch direkt mal vorstellen, vor uns, hungriger Kannibale, rechts daneben kommen ein paar andere, ich bin noch bei Tag 1, nur mal so nebenbei, ja, Äffchen hier haufenweise schon aufgestellt, gerade vorhin aus dem Flugzeug raus. Ging schon rund, hab hier ein paar Kameraden gesehen. Ja, gut. Die hungrigen Kannibalen auf jeden Fall haben eine neue Bewegungsanimation. Soweit ich das gesehen habe, laufen die rum wie Tiere. Ja, vor allem Viehen. Mal gucken. Das Ganze ist auch ein bisschen mehr, ja, Survival, sag ich mal. Und Stealth. Gegner lassen sich jetzt ablenken, mit Tennisbällen und keinen Stein. Und ja, zusätzlich lassen sich die Gegner auch ein bisschen, hier sieht man es gut, ja, wie die Tiere. geht's hier zu wie bei den Tieren? Also, so ähnlich war das mal, ich denke, Police Academy, ne? Ja, Meeresrauschen. Ja, can carry animal booze. Wir sind hier wieder angelangt am Punkt, wo wir auch letztens waren. Irgendwann muss Schluss sein mit dem Saufen, ne? Gut, die laufen auf jeden Fall wie die Tiere. Seth hieß der Typ aus Police Academy. Zuerst ein böser, dann ein guter. Aber wo ist das ein anderes Thema? Tja, wie gesagt, heute neu rausgekommen, 0.08b. Ja, werde hier auch direkt mal ein bisschen was trinken, damit hier Ausdauer nach oben geht. Ja, bisschen später was futtern. Ja, wie gesagt, Steine, Tennisbälle, damit kann man die Kannibalen weglocken. Und mit den Fackeln kann man die Kannibalen anziehen. Ja, also nicht klamottenmäßig, sondern bisschen. Wie sagt man hier, nicht Fishing for Compliments nach Facebook-Style, wie man heutzutage zu sagen pflegt. Ja, ihr wisst schon, anziehen eben. Ja. Und dann kommen die her. Das heißt, man kann die ganz gut ablenken. Ja, habe hier gerade mal ein Vieh zerhackt mit ein paar Federn. Ganz neu ist auch dabei, vielleicht habt ihr schon mitbekommen. Sounds. Ja, Schrittgeräusche sind ein bisschen anders. Macht wirklich was her. Ich muss sagen, ich hatte das vorhin, bevor ich hier das Headset angesteckt habe, probiert auf meinem 5.1 System. Wow, ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Ja, hier Sand. Ich zeige euch später dann das Messerchen. Ja, Schildkröten, Meeresschildkrötenansammlungen, Gruppenansammlungen sollen auch nicht mehr so häufig vorkommen. Hier. Ja, Schrittgeräusche sind einfach ein bisschen anders. Grundlegend wurde hier die F-Mod, ich weiß nicht was, Engine, irgendwas verbaut. Ist auch ganz neu, so irgendein Audio-Dings. Ich sag das einfach mal so, ich habe wirklich keine Ahnung, um was sich's hier handelt. F-Mod nennt sich das Ganze. Scheint eine Audio-Technologie zu sein, mit der man hier das eine oder andere abspielen oder besser abspielen und in Spielen verwalten kann. Aber wie gesagt, genau weiß ich es dann im Endeffekt auch nicht. Das ist hier ganz neu, das kommt mir so vor. Ja, beziehungsweise kommt direkt auch so rüber wie die Kannibalen. Ja, auf allen Vieren dahin gelaufen. Ich hoffe mal, die suchen hier nicht unbedingt Streit. Ach ja. Ach, könnt hier ewig plafasen. Ja, die Liste ist hier endlos, was alles neu ist. Das wirklich. Ich denke mal, wir gucken uns auf. Ja, guten Tag. Ja.
Das war jetzt ein bisschen Schock für mich, ne? Ja, die sind auch schon wieder hier. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, gut. Ist ein bisschen aggressiver, als ich es noch von der letzten Version her kannte. Auf jeden Fall, Haufen Verbesserungen. Wirklich endlos. Die Liste ist endlos diesmal. Das scheint hier auch ganz rund zu laufen, ja. Kannibalen, die sollen an und für sich nicht mehr stecken bleiben, stehen, stecken bleiben. Und auch nicht so komisch, wieder wie eine Puppe aufgestellt sein, wenn man drauf einhackt. Ja, wir kennen die Bugs alle. Ja, hier, Kassettenrekorder. Ne? Cassette Player. Oh. Oh, da liegt wieder, da ist eine Axt gelegen. Ja, ich sag mal, willkommen in Version 0.08b. Die moderne Axt ist hier wieder zu finden auf dem Segelboot. Ja, einwandfrei, gefällt mir. Ja, ein alter Bekannter wieder zurück. Ja, Energie geht ein bisschen schneller flöten mit allem drum dran, was es so gibt. Läuft man, geht das Ganze noch schneller nach unten und trägt man vielleicht einen Baumstamm noch schneller und noch schneller geht's dann, wenn man zwei Baumstämme trägt. Das ist hier ein bisschen abgeändert worden, alles vom Gameplay, wie gesagt, ein bisschen mehr Survival, ein bisschen mehr Stealth. Da ist wirklich was im Kommen gewesen, ja. Auch ganz neu. Oh, da haben wir ja schon, ja. Cassette Player, ich sag mal, das scherzhaft ist das ein bisschen durch die Steam-Foren anfangs gegangen. Ja, up and away. Besseres Wurfgefühl ist auch, wurde in den Patch Notes zumindest geschrieben, finde ich, ist auch so. Ja. Auf jeden Fall in den Steam-Foren. Ja, ich denke mal, das war an und für sich eher scherzhaft gemeint, ja. Cassette Player spielt keine Musik mehr, na lol. Da muss doch irgendwo die Kassette auf der Insel sein. Ja, ja, das hat man davon. Blöd gefaselt, ja. Und schon ist umgesetzt. Klingt jetzt ein bisschen negativ, meine ich vielleicht, ja, auch garantiert auch gar nicht so. Ja. Ja. Könnte ein bisschen ein Hide and Seek werden. Ja, nicht nur mit den Kannibalen, auch mit den Musikstücken. Ja, wunderbar. Hier direkt mal eine Platine. Oh, Licht, Sonnenlicht, du blendest mich, ich sehe nichts. Ja, bläh. Du kannst mich auch mal. Ja, was ist das jetzt hier? Ja, ich grüße dich. Oh, das geht hier aber fix. Ja. Ja, hallo die Waldfee, das ging ja noch viel fixer irgendwie. Ja, war auch ganz lustig, heute in der Shoutbox oder im Forum irgendwo zu lesen gewesen. So, Hilfe, mit der neuen Version regnet es bei mir nur die ganze Zeit. Ja, ich dachte mir, Mann, oh Mann. Ich hock hier noch auf Arbeit, ja. Kann ich mal sagen, so, ja, Mom, ich guck gleich mal. Aber gut, ne? Jetzt sind wir hier. Ich prügel das mal wieder hier mit euch durch. Klarerweise mit euch. Zu viele Änderungen gibt's, ja, weil ich hier gerade einen Baum schlachte. Das heißt auch eine neue. Ja, jetzt ist klar, ne? Mitten in der Nacht hier, wo wir nichts sehen. Nee. Ja, ihr dachtet vielleicht gerade mal kurz, ihr seid im falschen Spiel drin gelandet. Nee, tatsächlich nicht. Das ist ganz brandneu. Wie gesagt, geht mir jetzt ein bisschen auf die Nerven, dass ich es zeitlich hier übersehen habe. Obwohl, schöner Sternenhimmel. Ja. Hatte ich letztens mal kurz angesprochen, ist wirklich nett, nicht mehr hier den ganzen Mistnebel mitzubekommen. Ja.
Ja, es gibt, zurück zum Thema, ich verliere mich manchmal im Punkt, eine neue Animation mit neuen Sounds und besserer Kollisionsabfrage, weiß der Geier, schieß mich tot, wenn man hier einen Baum umhackt. Ja. Alles brandneu. Ja, wenn ich hier sage, ich könnte tagelang plafasen und die Patch Notes, die sind mal ordentlich, oh, da kommen wieder die Kannibalen. Ja, dann habe ich nicht gelogen, meine Lieben. Ich lüge nicht, wenn ich das. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Haben wir auch wieder einen klassischen Bug. Und das auch neu. Das einzige, was hier rumrollt, im Endeffekt ist hier verbessert worden. Ich habe eine Keule aufgenommen, nur so nebenbei. Ja, Körperteile rollen nicht mehr rum. Nur der Kopf. Ja, der rollt noch ein bisschen. So, direkt mal wieder gespeichert. Man weiß ja nie. Doch. Wenn du, ja, was bist denn du jetzt hier noch? Wie gesagt, klassischer Bug. Das Aussehen des Skins, wie es hier genau heißt, die verändern sich immer noch ganz nett. Die verprügeln sich auch immer wieder gegenseitig. Keinen Snack zu mir nehmen. Ja, das geht wirklich hier ratzfatz ein bisschen rumkämpfen und schon ist hier Ausdauer, Futter, alles verunten. Menno, Menno, Menno. Ja, gut, so zu den Bäumen. Neuer Sound, neue Animation, ist alles neu. Da ist wirklich einiges, das sich so bewegt. Haufen Dinge sind auch gefixt worden, ja, was hier Kollisionsabfragen betrifft. Und Tschüsschen. Tipps zu denken. Ich denke mal, das klappt ja hier ganz gut. So, ein bisschen blocken, ab und an mal dran denken. Ja, jetzt ist aber hier mal genug, ne? Ich hab die Fresse wieder voll, das gibt's doch nicht. So. Lass mich doch was bauen, dann ist auch gut. Ja. Gut, Wagon Mode wäre natürlich nicht so schlecht gewesen von der Idee her. Aber man würde ja auch mal gucken, was das Spiel sonst noch hier zu bieten hat. So, ich switch auch mal wieder auf die Flugzeugaxt. Da geht das alles ein bisschen einfacher. Hier, der unzerstörbare Baum, ja, ist auch nicht mehr unzerstörbar. Oh, jetzt fehlen mir wieder ein paar Steine. Hier kreischt wieder irgendwo irgendwer. Ja. Das hältst du ja nicht aus. Ah, 7 Steinchen. Oh Mann, da kommen die schon. Ja gut. Ne? Hier ist irgendwie nicht so ganz mit ein bisschen Ruhe.
Packen wir mal hier das Licht weg. In der Hoffnung, dass die einen nicht so. Ja, das. Die Wildtiere, die wurden hier vom Model hier, wie es spielerisch genannt wird, wurden die auch wieder ein bisschen angepasst. Die sollen zumindest ein Stückchen hier schöner aussehen. Ja. Ah, im Mondschein ist natürlich ein bisschen schwer. Nee! Ah, das scheint hier wohl zu klappen. Unglaublich. Ja. Oh, wie gesagt, Haufen Kollisionsabfragen bei verschiedenen Dingen wurden verbessert. Ja, auch durch diese einfache Hütte können die Kannibalen jetzt nicht mehr durchgucken und einen von hinten erkennen. Scheint zumindest zu funktionieren. Ganz, ganz groß hier auch, wenn man hier einen Garten baut, einen Samen pflanzt, ja, da wird auch was draus. Das heißt, das Ding soll hier einwandfrei jetzt funktionieren. Aloe Vera Pflanzen lassen sich auch wieder ein Stückchen mitnehmen. Ja, und was ich vorher noch zu den Bäumen erwähnen wollte, Menno, Waschbären können jetzt auch dran rumklettern. Ganz neu, ja. Ach, die sind noch immer hier. Das halt echt nicht aus. Ja, ich laufe hier mal weg auf der Suche nach ein paar Steinen. Ja, mir geht auch dann langsam schon wieder mal ein bisschen hier die Ausdauer aus. Ja, scheint doch ein Stückchen härter geworden zu sein. Apropos, ja, Härte und sich vielleicht ein bisschen einfacher machen wollen. Soultrinker ist zurzeit, soweit ich weiß, gerade noch unterwegs und ja, oh. Das Gebiet wurde auch ein bisschen angepasst. Ja, ich denke mal, der zieht momentan um, der Soultrinker. Ja, das wurde definitiv angepasst, das Gebiet. Und ja, soweit der Zeit hat und ich das mitbekommen habe, ist er kräftig und ordentlich am Arbeiten, was Mod-AP und Save Game Editor betrifft, aber wird sich dennoch wohl ein bisschen hinziehen, schätze ich mal. Ja. Ja, Haufen Koffer sind hier wieder geöffnet. So, bisschen was hier futtern. Ja, auch ganz neu. Bei den Blättern gibt es hier ein bisschen Information dazu. Ja. Ich zeige euch auch mal ganz flott hier das neue netten Effekt hier im Crafting-System. Ja, ich lege einen Stein drauf, sobald man hier. Komisch. Ich dachte hier. Ja. Ja. Gut, machen wir es so. Auf jeden Fall, wenn man hier was miteinander kombiniert, kommt eine ganz nette Animation bei raus. Ja, einfach so ein bisschen hochgehoben. Ja, runterflattern lassen. Ja, im Endeffekt nichts Aufregendes, ist aber ganz nett. Ja, was wir auch neu haben, das zeige ich euch direkt mal ganz flott. Ja, wir haben hier einen Button Exit to Main Menu. Ja, wenn jemand sagt, oh gut, ich will jetzt wieder hier raus, aber direkt mal ein neues Spiel beginnen. Aber ohne dass ich hier Exit to Windows machen muss, so war das vorhin. Ja, kann man gleich wieder ins Hauptmenü. Auch ganz nett. Zusätzlich ganz nett, Musiklautstärke kann man hier regeln mit Music Volume. Eigenen Regler jetzt bekommen. Und ich denke mal, das ist doch das beste Feature überhaupt, der Low Memory Mode. Ja. Gibt ein paar Dinge, die hier im Spiel einfach runtergedreht werden. Und dann lässt sich das Spiel an für sich auch auf Systemen betreiben, die auf 32 Bit laufen
und oder sage ich jetzt mal weniger als 4 GB, 4 GB Hauptspeicher besitzen. Ja. So, ich brate mir hier einen Karnickel raus. Ja. Dirk mal draufgelegt. Karnickel? Oh ja, du liegst in den Stein drin. Ja, ich hab dich auch lieb. Ja, gut, es wird wieder Tag. Ja, das ist natürlich sehr zu meiner Freude. Ja. Dirk, na, was gefuttert. So. Ja, auch ganz groß vom Bugfixing. Der Super Punch Bug, ja, soll definitiv nicht mehr vorkommen und ich muss soweit mal zugeben, gut, dass die erste Session hier jetzt mal ohne direkt was zu laden. Das sind hier die neuen Wassersounds, ja. Ja, gefällt mir an für sich wirklich sehr gut. Mal gucken, ob sich hier ein Fischchen fischen lässt. Ja, mitgenommen, mitgefangen. Komm, stell dich hier nicht so an, Digga. Da fragt sich nur, wer hier fischt. Das bin wohl ich und zwar direkt mal ins Leere. Ja, war doch sehr erfolgreich. Ja, man kann jetzt auch nicht mehr bauen an bestimmten Gebieten. Und ja, auch hier einige Bugs gefixt. Ja, die Tür hier bleibt nicht mehr hängen im Gelände und Kollisionsabfragen bei weiß der Geier was nicht noch alles. Die das lässt sich hier ganz gut noch einfügen. Ja, Hasenstall lässt sich hier. Oh ja, jetzt ist das wieder weg, ne? Der Hasenstall soll sich auf jeden Fall auch hier zurücksetzen lassen in den, ich denke mal, wenigen Fällen, wo er sich nicht zurücksetzen ließ. Ja. Ja. Und ich denke, wir gucken uns hier noch mal kurz die Höhlen an und schweifen ganz kurz in die Ferne. Von der Performance, wie gesagt, hat sich ein ordentliches Stückchen getan. Ja. Ich finde, das sieht auch ein Ticken netter aus. Wir laufen auch nachher noch mal in den Wald hin und ja. Use Leiter, ne? Bitte hier. Oh. Ja, gut, verpackt ist es immer noch. Ah ja, Unterwasserglitch soll hier jetzt auch nicht mehr bestehen. So wie hier, dass man am Grund laufen kann. Müssen wir nachher noch. Wirklich, müssen wir noch gucken. Oh, Höhlenmusik. Höhlenmusik. Ja, mir ist schon ganz Angst und Bange hier vor diesen Wahnsinnigen. Hier wieder irgendwo rumlauern, rumlaufen. Aber gut, ist eine Gelegenheit, können. Ja, gut, war ich auch lange nicht mehr hier. Das sieht ja schon längere Zeit so aus, hier eigentlich. Ja, hier Pilot. Ja. Leuchtpistole. Ja, direkt auch. Notebook, was haben möchte, ganz günstig zu erwerben. Sonderpreis. Hier eine rostige Axt, ein bisschen Stofffetzen und direkt mal hier in den Sauhaufen hinein. Jetzt ist mal hier. Oh ja, leuchtet ein bisschen was. Oh ja, ein Helm. Da ist was gewesen. Nur ein bisschen gespiegelt, da steckt wieder einer drin. Ja, mir reicht jetzt mal kurz Taschenlampe an. Ja, nette Höhlensounds. Ja, hier ist schon wieder so ein Verrückter. Ich nehme mal alles mit, was hier zu finden ist. Und
Ja, Steffen bei uns aus dem Forum von forum.survivetheforest.net. Oha. Er gab mir einen Tipp, dass das hier irgendwo unten sein soll. Och, Menno, das backt hier bei mir aber wieder ab. Das ist nicht mehr normal. Gut, jetzt habe ich hier so eine komische Vision. Ja, gut, lassen wir mal besser sein hier. Ja. Hier ist auch einer hängen geblieben. Ja. Vögelchen haben wir hier drin auch, ein Passagier. Ach nee, das ist mir wieder zu viel. Grünleuchten tut es hier auch noch. Ja, haben wir ein bisschen Höhlen gesehen. Nichts Aufregendes. Ja, ein bisschen was durch die Gegend fliegen tut hier auch noch überall. Und ich denke mal, ich mache hier einen Abflug und das Ganze ziemlich rasch. Gut, gut, gut. So, kurz mal eine Medizin. Ja, leuchtet noch immer ein bisschen komisch, weiß auch nicht warum. Ja, muss wohl eine ziemlich grottige Suppe gewesen sein, in der wir geschwommen sind. Ja, gut. Joa, das war sie. Hallo, Evera. Welcome back. Lässt sich nun auch wieder aufheben. Schön, wunderbar. Wirklich ausgezeichnet. Ja. Ich denke mal, wir nutzen hier die Gelegenheit. Wir suchen auch direkt mal Stelle Nummer 2 hier auf, wo wir dann die Leuchtpistole hatten. Da ist eine gute Gelegenheit hier, Aloe Vera, wieder ein bisschen die Gegend zu erkunden. Ach ja, weil wir gerade dabei sind, ich denke hier, wir basteln uns hier mal eine Bombe. Das ging nochmal mit ein bisschen Alkohol und Münzen. Das ist jetzt hier auch wieder brandneu. Lässt sich hier mit einer beliebigen Anzahl Münzen, lässt sich hier eine Bombe fertigen. Ich habe natürlich keinen Plan. Was? Wo? Oh, hier. Ja. Dann, viel Spaß. Gut, hier wurde mal nicht die Axt automatisch ausgewählt. Das finde ich ein bisschen komisch und wir prüfen hier direkt mal die Leuchtpistole. Oh, was ist denn hier los? Ist anscheinend eine komische Leuchtpistole. Ja, gut. Die will jetzt auch nicht so ganz mitmachen. Ja, direkt mal Combine. Ab geht die Party, hätte ich gesagt, ne? Thank you.
Ja, das war es auch schon wieder gewesen. Ja. Natürlich mit der Musik. Ja, nicht mit dem Let's Play. Wir machen noch ein Stückchen weiter. Ich falle hier. Ja. Ich falle hier irgendwo runter. Und ich weiß nicht, wie mir geschieht. So, ein Stückchen müssen wir noch laufen. Das hier in rumlaufen. Nee. Ja, das sind wir dann, denke ich mal, in Kürze wieder angelangt am Ziel. Oh, Tannenbaum. Jo, das ist die Location. Das Plätzchen, das kennen wir alle. Ja, das Wasser hier ist aber auch ein bisschen schwer zu erkennen. Mein lieber Scholli, hier geht's auch nicht mehr mit rechten Dingen zu. So, oh, Taschenlampe immer noch grün. So, wo liegt hier der Verrückte? Ich denke mal, der war doch hier irgendwo. Ja, oder den müssen wir als vermisst melden. Ja. Oh, ich sehe den Typen auf jeden Fall hier nicht mehr. Und ja, wie es scheint, ist hier Leuchtpistole AD. Ja. Und ja, in der Höhle ist er dann wieder da. Ne? Gut. Ist jetzt hier nicht gerade ein wirklich positiver Abschluss. Ja, auf jeden Fall denke ich mal, das läuft ja alles ein bisschen runter ab. Ich war auch ganz verwundert. Ja, das kam hier heute einfach so. Ja, bam, da war hier der Patch. So. Mein Pilz gefressen. Ne? Ich krieg dann immer ein bisschen die Angstzustände, dass hier im Spiel komische Optik geschoben wird. Ja. Pilz gefressen, weiß man ja nie, was passiert. Ne? Ja, ein paar Blätterchen. Ordentliches Wässerchengeräusch. Ne? Schrittgeräusche. Ja, ist alles vertreten. Ist ein ordentlich abgerundetes Paket. Ich denke mal, viele Fehler sind hier einfach behoben. Und, ja. Der Hauptcharakter schnauft uns ein bisschen was vor. Ich tauche hier einfach mal quer durchs Gelände ab. Wo war ich hier nicht schon überall gewesen? Und weiß schon gar nicht mehr, wo ich bin. Ja, ich häng fest, ich häng fest. Ja, selbst schuld, bin auch reingelaufen. So. Ja, das ist auch ungefähr das Areal, wo ich hin wollte. Mal noch ein bisschen gucken hier, wie die Landschaft so aussieht. Ja, sieht. Oh. Ja, Wässerchen ruckelt noch immer. Verändert sich auch, wenn man hingeht. Weggeht. Ja, ran, hin, ran, hin. Kann sich nicht so ganz entscheiden. Allerhand technisches Zeug ist hinzugekommen, das sich hier mit dem aktuellen Update auch verändert hat. Ja. Oh, Schildkröte. Ja, Schildkröte. Ja, Aufrüstsystem. Bewegt sich momentan alles noch ein bisschen im unklaren Rahmen. Ja. Ja, wie und wann diese bedrohliche Kannibalenmusik gespielt wird, das soll auch angepasst worden sein. Ja.
Habe ich hier mal flott gelesen, heute in den Patch Notes. Bin mir nicht ganz sicher, was ich im Detail drunter verstehen soll, aber ja. Ja, scheint mir direkt ganz solide. Ja, Menno. Ja, so. Oh ja, das ist schön. Das sieht doch nett aus. Ja, ich wollte ein paar Stöckchen holen. Vier Stück brauche ich hier. Ja, ist auch einmal transparent das Wasser hinten, einmal nicht. So, nun stelle ich hier nicht so an. Dich will ich ohnehin nicht. Komm mal hier und hier noch hin. So. So gespeichert wird. Ja. Machen wir auf jeden Fall klassische Variante. Ich spring da direkt mal aus dem Spiel raus. Ja, das dauert ein Momentchen. Und direkt auch ins Spiel wieder hinein. Ja. Da ist auch ein bisschen was verändert worden, verbessert worden, beziehungsweise die Musik. Ja, ihr könnt es erkennen, die Musik spielt hier jetzt dauerhaft durch. Und ja, das X unten rechts ist auch nicht mehr hier, das ist ganz nett. Oh, das scheint ganz in Ordnung zu funktionieren, hätte ich mir gesagt, ne? Ist direkt ganz nett. Übrigens soll jetzt auch das Ganze behoben worden sein, dass abgeholzte Bäume beim Speichern nicht mehr. Als solche gekennzeichnet sind und direkt wieder als neue Bäume auftauchen. Ja, ich sag mal, ich bin von der Gegnerflut bin ich ein bisschen überwältigt. Das muss ich ehrlich zugeben. Ja. Da ist hier schon früh zu Anfangs ganz schön was im Gange. Ja. Direkt mal rausgesprungen aus der Maschine, Axt in der Hand. Einmal hier den Strand entlang und dann ist hier schon Oberwasser, Unterwasser. Ja, ein bisschen komisch. Aber gut, ja. In den vorigen Versionen wurden wir quasi drauf vorbereitet. So, ja. Spieler, stellt euch schon mal drauf ein. Ja, in Kürze wird's ein Stückchen härter. Aber jo. Ja, ist hier wirklich ein sandiges Schrittgeräusch, definitiv sandiges Schrittgeräusch. Ja. Ja, up and away. Ja. Sonnenuntergang hier, Schiffchen im Sonnenuntergangsszenario, Perspektivenbild, weiß auch nicht. Ja, und hier sind wir wieder. Ursprüngliche Behausung. Zünden wir direkt mal ein bisschen was an. Ja, ich habe irgendwie noch gar keine Haie gesehen. Ja. Oh ja, Unterwasserbug. Unterwassercatch. Wollten wir uns noch angucken. Wie das so abläuft. Ja.
Jo, da haben wir wieder ein Speer. Oh, das ist auch neu. Genau, hat man hier schon genügend Fackeln aufgenommen? Ist hier auch Schluss mit lustig. Die Fackel wird nicht nur abgelegt, die wird dann direkt mal entzünden. Ja. Interessant, ja, tatsächlich. Ja. Ich sag mal, ein paar neue Bugs. Bisschen Dings hier, bisschen Dings da. Und ja. Alles in allem denke ich aber dennoch, ist ein abgerundetes Paket. Ja, wird auch immer abgerundeter. The Forest macht schön Spaß. Und ja. Ich denke mal, den ein oder anderen Mod wünsche ich mir noch. Ja. Ein Hundchen wäre natürlich süß. Ja. Und auch ein Multiplayer. Ja. Ich sag mal, up and away. Los geht's. Definitiv, ja. Ist so eine blau-grüne Sülze. Ich sag mal, im Stil Meereswasser. Ja. Und dann kommt das hier mit dem ganzen Farbspiel durch Sonne, Sonne, Mond und Sterne. Kommt das hier ganz gut. Ja, kommt das hier ganz gut. Ja, das sieht hier jetzt auch aus, wenn ich mir die Texturen hier hinten angucke, wie in so einem Game aus 1997. Ja, nee, ich will ja nicht übertreiben, das hier einfach nur. Ja, ich fasse auch mal kurz zusammen. Wir haben einen Haufen neuer Sounds, neue Schrittgeräusche. Hungrige Kannibalen haben eine wunderbare Bewegungsanimation dazu bekommen. Ich sehe irgendwie gar keine Haie. Ja, die Kannibalen, die bleiben jetzt nicht einfach so im Stehen hängen. Und wenn man sie einmal solch niedergestreckt hat, zu Boden gestreckt hat, und nochmal drauf einhackt, dann stehen die nicht so wieder wie ein Brett vor einem. Waschbären können die Bäume hochklettern. Das Wildtier hat ein neues Modell bekommen. Da haben wir, ich sag mal, nur ganz kurz gesehen. Eine to wunderbare, tolle Drehanimation. Ja, gibt's hier beim Zusammenbauen, Rüsten, Aufrüsten, Craften, weiß der Geier, was es ist. Super Punch. Scheint mir hier ganz wunderbar auseliminiert zu sein, aber gut, das beweist die Zeit und vor allem definitiv erst die Community. Ja, das definitiv, keine Frage. Körperteile von gestöckelten Kannibalen, die fliegen hier nicht einfach mehr so quer durch die Gegend. Ein Stöckchen will das Ding wieder haben. Garten funktioniert mittlerweile auch wunderprächtig. Habe ich noch nicht probiert, aber möchte man den Entwicklern und deren Patch Notes Glauben schenken, definitiv, dann muss das so sein. Aloe Vera lässt sich aufnehmen, haben wir gesehen. Ja, Kannibalen verändern definitiv nach wie vor das ganze Hautgestrüpp, das Gewand, das sie anhaben. Wenn man sie ein bisschen verprügelt, ja, Bombe lässt sich jetzt mit beliebigen Münzen basteln, das ist überhaupt kein Problem. Blätter haben im Inventarbeschreibung. Alles im Inventar sieht teilweise ein bisschen anders hier und da aus. Ne? Habt ihr vorhin gesehen, die Bombe auch ganz im neuen Stil. Und definitiv hier Leuchtpistole, wunderbar, aber zwar verpackt. Moderne Axt auch wieder zu finden auf dem Segelboot. Segelboot bleibt. Was gibt's hier noch? Genau, Leuchtpistole ist in der Ankerhöhle, aber nicht mehr am Platz beim, na, wie heißt das noch, beim Steinbruch, ja. Und große Änderungen sind hier, die Gegner lassen sich ablenken mit verschiedenen Steinen, die da auch hinten kommen, die ich jetzt überhaupt nicht ablenken will. Ja, gut, die beten sich mal einen runter. Das ist auch wunderbar. Ja, sieht man gern. Ja, bleibt hier mal hocken, ich verkünde hier noch die Zusammenfassung.
Wo waren wir? Ja, Haufen Kollisionsabfragen und andere kleine Fehler bei verschiedenen Items und Gebäuden sind gefixt worden. Da darf ich euch dann tatsächlich drum bitten, im Forum, ja, .survivetheforest.net, bei den Patch Notes nachzugucken. Ja, und auch eine der allergrößten Änderungen, Musiklautstärke-Regeln und Performance-Anpassungen, auch mit diesem Low-Memory-Mode, ja. Kann ich das nur gutheißen? Ja, ich sagte schon beim letzten Mal, oh ja, grüß euch mal, Kannibalen, hier nicht erschreckt sein, betet mal in Ruhe weiter. Gerade auch, weil der in der Kommune von, ich weiß nicht, 380 gefühlten Verrückten hergekommen seid, um mich hier in meiner Freizeit wunderbar abzustressen, während ich ein Let's Play veranstalte. Aber ihr seht, ich bin so gutmütig, gehe euch aus dem Weg, ne, lasst euch euer Ding machen. Und führe mich beim Davonlaufen auf, als wäre es hier ein großes Ding. Ja. Ist an für sich nicht. Regen sieht schön aus. Ja. Gehört alles zum Spiel dazu. Ich bin da relativ, sag ich mal, friedlich und ja, wenn sich's vermeiden lässt, passiv unterwegs. Ja, mal auch ordentlich Feuerchen anheizen. Und ich sag mal wirklich, ich bin beeindruckt. The Forest ist auf einem wunderbaren Weg. Gibt wirklich noch genug, dass man hier ausbessern kann, definitiv. Aber das wird alles. Ja, kommt Zeit, kommt Rat und gut Ding braucht eben nur mal Weile. Ich sag danke fürs Zugucken. Mir war es wieder ein Spaß, vor allem ein bisschen Forest mit euch gemeinsam zocken und vor allem vielen Dank auch an die ganzen Jungs und Mädels, die mich hier tatsächlich abonnieren. Ja, hätte nicht gedacht, dass das mehr Anklang findet, als ich erwartet hatte. Wunderbar, gefällt mir gut. Ja. Gerne auch ein Feedback. Kann ein bisschen dauern, ab und an, was die Antwort betrifft, aber bin dann immer wieder irgendwo zugegen. Wie gesagt, danke. Ein Gruß von mir und den heranlaufenden Kannibalen aus The Forest. Das war DJ. Abwechselnd mal nicht DJ. Die Axt im Walde. Tschüss!